Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bei uns gibt's auch was zu gewinnen. Die ersten 1000 Abonnenten bekommen ein Saatgutpäckchen von mir zugeschickt. Ihr könnt euch auch gerne auf Facebook unter Susanne Ruch bei mir anmelden oder eine Freundschaftsanfrage senden. Dann kriegt ihr per PN die Adresse mitgeteilt, an die ihr dann einen frankierten und adressierten Umschlag sendet. Und dann könnt ihr euch euer Saatgutpaket aussuchen, welches ihr haben möchtet. Ein paar Pflanzen sind ja abgebildet. Von denen gibt es natürlich auch komplett Saatgut. Das bin ich gewesen. Ja, und jetzt viel Spaß mit unserem neuen Video. Danke und bis dann. Na dann, Mats ab, seid gespannt und bleibt dran. So, der Basti ist nach Hause gekommen und hat natürlich wie immer ein bisschen Hunger, wenn er aus der Schule kommt. Er fischt sich also als allererstes erstmal die Tomate von dem vorhin gebackenen Brot. Ich habe euch dazu gerade mal ein Video hochgeladen. Ja, und dem Basti scheint es zu schmecken. Wir gucken mal, ob die Miene sich verdustert oder nicht. Ja, er stopft zuweilen etwas mehr in den Mund, als er in dem Moment dann tatsächlich kauen und essen kann. Aber es scheint so lecker zu sein, dass er gar nicht genug auf einmal reinstopfen kann. Ja, das Brot habe ich euch ja im Video erklärt und gezeigt, wie es gemacht wird. Eine super schnelle Sache, eben glutenfrei, laktosefrei, ja, auch ziemlich kalorienarm. Also eine tolle Sache, wenn man sich, ich sage mal gesund, wobei dieser Begriff, das ist eine Fliege, ja sehr dehnbar ist, ernähren möchte. Gesund ist immer relativ. Ich sage mal, wir leben in dem momentanen Kenntnisstand des Irrtums. Mehr als im Moment wissen wir hoffentlich in der Zukunft. Basti schmeckt's, das ist das Wichtigste. Ihm geht's mit dieser Ernährung wesentlich besser. Mir auch. Mein Liebster ist temporär glutenfrei. Diese olle Fliege hier. Hau doch mal ab, Fliege. Ja, ach so, ich soll ja jetzt immer drehen. Ja, Moment. So. Basti, ich drehe dich jetzt mal. Na dann. Gut, Basti schmeckt's. Ich könnte das Video jetzt natürlich auch nennen, die Ernährung eines autistischen Kindes oder Verhaltensweisen beim Essen eines autistischen Kindes. Es sieht zuweilen speziell aus und nicht jeder möchte ihm gegenüber sitzen, was in Anbetracht dessen, was ihr gerade seht, auch verständlich ist. Aber er gibt sich größte Mühe, sich irgendwie selber zu versorgen und alles, was man in die Hand nehmen kann, was jetzt keines Löffels bedarf oder so, das kriegt er ganz gut hin. Und ja, ich hoffe, er baut seine Fähigkeiten weiter aus und wird dann vielleicht doch ein irgendwann selbstständigerer Erwachsener. So, das hatte ich nicht aufgeschnitten, das habe ich ihm so hingelegt, um zu gucken, ob es ihm auch so schmeckt oder ob er vielleicht lieber Belag drauf haben will. Boah, er sucht schon den Belag. So Leute, ich mach mal Stopp, es schmeckt zwar, aber er will Belag drauf haben. Ach so, ja, diese Mousse-Cremes, die ich raufgeschmiert habe, warte mal Sebastian. Das kann ich euch später nochmal verlinken, wie man die am besten macht. Danke. So, liebe Leute, es geht wieder los. Hunger macht böse. Demzufolge, seht mal, meine kleine süße Ernte hier von gerade eben. Ich war nochmal schnell im Garten, denn das Kind fängt gerade an, Mittagsschlaf zu machen. Dann haben wir sie zusammen die Zeit noch draußen genutzt. Da ist eine Fliege auf der Zucchini-Fliege. Spinnst du wohl? Hau ab da. Ja, also ich habe die Zeit noch genutzt zum Ernten. Somit kann ich dann jetzt ja unser Abendbrot quasi vorbereiten. Denn für Mittag wird es ein bisschen spät. Aber manchmal sind wir so lange im Garten, da komme ich nicht zum Mittag machen. Und dann wird es halt so ein frühes Abendbrot. Jo, und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt in den einzelnen Schritten. Also zuerst braucht ihr erstmal einen Wok. Ich nehme den sehr gerne, weil da viel Platz drin ist und man schon die Früchte zubereiten kann. Zwiebeln rein, Zucchini, Tomaten und Bohnen rein, Kräuter oben drauf, alles einmal durchgaren und fertig. So, unser Süppchen ist fertig. Das werden wir jetzt gleich mal kosten, wie es uns denn schmeckt. Wenn ihr alles in den Wok gemacht habt, macht noch ein bisschen Olivenöl dazu. Das macht die Sache noch leckerer. Könnt ihr schon riechen? Der Duft strömt euch quasi direkt in die Nase. So, na dann. Buon appetito, guten Appetit. So, nochmal zum Vergleich, das Vorherbild. Ja, es hat wenig Kalorien, es ist super lecker. So, mein Video ist rum. Denkt an den Daumen hoch und ein Abo dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.